Wie hat das überhaupt angefangen bei dir, dass du gesagt hast, okay, ich bin Immobilienmakler? So eine Story erzählt sich immer locker und einfach, aber ist natürlich auch mit Schwierigkeiten verbunden. Ja? Was waren so bei dir die Schwierigkeiten? Also für mich persönlich... Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von unserem Immolution Podcast. Heute habe ich mal wieder die Freude und den Spaß, einen Gast von uns begrüßen zu können, einen Kunden von uns, der liebe Tim Sonnenfeld aus Leipzig. Aber Tim, ich würde vorschlagen, stell dich doch einfach selber mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du? Genau, also ich bin Tim Sonnenfeld, ich bin aus Leipzig, ich bin seit 2018 selbstständig als Immobilienmakler in Leipzig. Wie geht's dir denn erstmal? Mir geht's ganz gut. Ja, ja. Ganz gut. Ja. Erzähl mir mal mehr. Warum ganz gut? In letzten anderthalb Jahren hat sich mein Unternehmen sehr gut entwickelt. Ich bin auf Wachstumskurs und okay. Alles gut. Okay, lass uns mal ein bisschen über deinen Werdegang, so über deine Vergangenheit sprechen, weil ich glaube, die Entwicklung von einzelnen Stories ist auch immer wieder was Leute sehr interessiert. Ne? Erzähl mir doch mal, wie hat das überhaupt angefangen bei dir, dass du gesagt hast, okay, ich bin Immobilienmakler etc.? Ich habe eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht in der Hausverwaltung und habe gemerkt, naja, so verwalten ist nicht ganz so mein Thema. Ja. War okay, mit vielen Leuten zu tun gehabt, aber irgendwie hat die Vermietung mir mehr Spaß gemacht, was die damalige Hausverwaltung gemacht hat. Und daraus aufbauend habe ich gemerkt, hey, wenn wir Vermietung machen, lassen Sie uns doch auch Verkauf machen. Mhm. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann den Verkauf für die Verwaltung übernommen habe und mich dann daraus gehend selbstständig gemacht habe. Mhm. Okay, ja. In welchem Jahr nochmal? Hast du dich selbstständig gemacht? 2018. 2018, also jetzt noch gar nicht so die Jahrzehnte Erfahrung als Selbstständiger. Genau. Ist das erste Mal eine Selbstständigkeit oder hast du davor was anderes auch schon selbstständig gemacht? Ich habe während meiner Ausbildung ein Nebengewerbe gegründet, so mit Strom- und Gasvermittlung. Also das hat dann gleich eine gute Connection gehabt. Also das Door-to-Door-Sales? Nee. Tatsächlich die Kunden, die in der Verwaltung waren, haben wir da versorgt halt mit Strom und Gas und so weiter. Okay, okay. Ja. Also einfach die Wertschöpfungskette da ein bisschen verbreitert. Genau. Und auch ein bisschen Profit rausgeholt. Genau, so war das. Okay. Ja. Das heißt, du hast irgendwann jetzt gesagt, war das eine Chefin oder? Chefin, ja, genau. Die richtig. Chefin hast du gesagt, okay, lass uns doch Verkauf mitmachen. Und dann hast du da quasi angefangen, den Verkauf für das Unternehmen selber zu machen, richtig? Genau, richtig. Okay. Ja. Woher kamen denn deine Kenntnisse aus dem Bereich, dass du überhaupt, also irgendwo muss ja so Wissen hergekommen sein, dass du sagst, okay, ich baue jetzt die Prozesse auf, um das überhaupt machen zu können? Ich habe mich schon immer mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Mhm. Und irgendwie läuft da immer alles darauf hinaus, dass man weiterdenken soll als von Wand zu Tapete, sondern einfach mal den Blick erweitern, hey, wie ist die Ist-Lage und was kannst du Besseres draus machen? Und diese Bemühungen oder mein Blick hat sich dann immer mehr geschärft und geschaut, hey, wir lassen voll das Potenzial liegen, wenn wir das extern die Kunden selber machen lassen, sondern lass uns das doch mal probieren, so schwer kann es ja nicht sein. War das denn von Anfang an jetzt ein voller Erfolg oder waren da, sag ich mal, Stolpersteine, wo du schon auch gut nach Lösungen suchen musstest? Also für mich persönlich war der erste Verkauf in toller Verkauf, toller Erfolg, sagt man so. Aber das lag daran, dass ich einfach es als Erfolg angesehen habe, ein Objekt zu verkaufen. So. Mhm. Na, jetzt im Nachhinein natürlich hätte man vieles sehr, sehr, sehr viel besser machen können. Also wenn man das Wissen von jetzt auf damals übertragen hätte, also erfolgreich war es nicht, aber es war ein Anfang. Mhm. Ja. Okay, und wie viele Jahre hast du das dann gemacht für diese Firma? Drei, also das ist ein bisschen fließend übergegangen. Also ich habe in der Firma diesen Verkauf gemacht, und daraufhin selbstständig, aber die meisten Aufträge kamen von der Firma. Deswegen kann ich das gerade zeitlich schwer einordnen, aber ich würde sagen so 2-3 Jahre. Und dann habe ich gesagt, hey, ich mache es auf selbstständiger Basis, aber gib mir die Objekte. Also wir haben uns dann geeinigt, dass ich die Objekte verkaufe, ja. Mhm. Genau. Okay. Und jetzt mittlerweile machst du aber komplett auf eigene Faust, unabhängig von der einen Firma. Ja.
Okay. Jetzt ist es ja nicht immer gleich gelaufen. Du hast ja bestimmt auch die ein oder andere Schwierigkeit gehabt, wo du irgendwie nicht weiter kamst. Lass uns mal darüber so ein bisschen über die Probleme sprechen, ne? Weil ansonsten so eine Story erzählt sich immer locker und einfach, aber ist natürlich auch mit Schwierigkeiten verbunden. Ja? Was waren so bei dir die Schwierigkeiten? Also große Schwierigkeiten, überhaupt Aufträge zu bekommen. Also hätte ich die eine Quelle nicht gehabt, wäre es nichts geworden. Und dann ging es los, fängst du an, Leads zu kaufen und merkst du, da sind die Nachteile dabei. Warum? Weil du dann einer von vielen bist und austauschbares Produkt oder Dienstleister bist und das war ganz schönes Learning und es hat sich auch gezogen. Es ging immer auf und ab. Mit mal kamen Aufträge, mal lief es, aber es war nie eine Pipeline da, also die gelaufen ist. Okay, aber was war denn das Learning daraus, was für dich wirklich wichtig war? Also konkret das Learning, was du nicht haben willst? Einer von vielen zu sein. Also man muss sich schon ein bisschen... ein großes Learning ist, sich einfach so zu positionieren, dass man unersetzbar wird so in seiner Region. Mhm. So, das machst du mit Qualität. Ne? Mhm. Oder sich nicht nur auf eine Quelle zu verlassen in der Akquise, sondern anzufangen, mal nach links oder rechts oder oben oder unten zu schauen. Mhm. Ja. Würdest du sagen, das ist so ein Problem, was viele Makler haben da draußen? Definitiv. Ja? Definitiv, ja. Was ist so deine Einschätzung, wie viel Prozent vom Markt, was denkst du? Mindestens 90% mindestens haben das Problem, ja. Also 90%, die abhängig sind am Ende des Tages, abhängig von maximal zwei Quellen, woher sie regelmäßig Objekte bekommen, ne? Genau, also wenn ich so ein bisschen vorstelle, wer sind die Makler so, die mir in den Kopf fallen, das sind schon viele dabei, die sehr auf Leadkäufe stützen oder auf eine Quelle, wo sie halt ein Unternehmen haben, was den Aufträge gibt, aber so richtig von selber wird da kaum was generiert. Hm. Ja. Okay. Also ist meine Schätzung, aber ich rede nicht mit so vielen Konkurrenten. Ja gut, aber du bist ja am Markt, du bewegst dich seit Jahren am Markt. Man hat ja auch ein Gefühl, wenn man so von außen drauf guckt, ne, wie das Ganze ungefähr ausschaut. Und am Ende des Tages ist es ja auch einfach so. Ja. Ja, also das ist ein Fakt. Ich kann das ganz klar unterschreiben oder wir können das ganz klar unterschreiben, dass es genauso da draußen ist. Aber was glaubst du denn, woran das tatsächlich liegt, dass die Leute in dieser Abhängigkeit sich befinden? Oder was war bei dir damals der Grund, warum das so war? Fehlendes Wissen, denke ich. Fehlendes Wissen. Fehlendes Wissen. Woher kriege ich Aufträge? Funktioniert das, wenn man Werbung, also auch diese Angst überhaupt zu investieren in irgendwas, wo man nicht weiß, was ist das Ergebnis, das zu überwinden, das war schon ein guter Schritt. Ja. War das bei dir eine große Angst? Weil es ist sehr interessant, was du ansprichst, das erlebe ich sehr, sehr oft, dieses Thema wirklich, okay, ich muss natürlich investieren, aber die Ungewissheit, ja, was bekomme ich dafür zurück? Genau, also sehr, sehr großes Thema sogar. Also so, es gibt ja 10.000 verschiedene Arten, irgendwie Werbung für sich zu machen, aber wenn du nicht weißt, was kommt raus, schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Vor allen Dingen, wenn man schon mal schlechte Erfahrungen mit einem bestimmten Thema gemacht hat. Beispielsweise, da fällt mir gerade ein, Social-Media-Werbung. Man wird ja als Makler sehr, sehr oft angerufen, hey, können wir für dich Aufträge besorgen und so weiter. Da kann man schon doll auf die Nase fallen. So. Also ich bin auf jeden Fall auch auf sowas, hereingefallen. Mhm. Plus minus null ist da rausgekommen, aber mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Ja. Also sehr viel Fokus, der da einfach verloren gegangen ist. Definitiv, ja. Genau. Ja gut, also das ist natürlich ein Punkt, den du da ansprichst, den wir auch merken tatsächlich, ne? Weil natürlich, wenn jetzt meine Jungs oder unsere Leute bei anderen Leuten anrufen, dann wird man natürlich auch sehr schnell über einen Kamm geschert, ne? Hier Marketingagentur und so weiter, da muss man auch eine ganz klare Aussage machen, das sind wir nicht, ne? Also wir machen was wirklich komplett anderes, mit einem kompletten Fokus als das letztendlich. Aber
dann ist es natürlich verständlich auch an dem Punkt, dass man dann, wenn man schon mal so eine negative Erfahrung hat, Angst hat, wieder zu investieren, ne? Definitiv. Und vor allen Dingen bei der Auswahl, die am Markt da ist. Also es gibt ja wirklich, ich sage jetzt übertrieben, 10.000 Möglichkeiten, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Aber wenn da kein Sinn dahinter ist und man selber nicht richtig versteht, was erreicht man denn bei seiner Zielgruppe oder bei seinen Kunden, ist es eher... ja, Geld aus dem Fenster zu schmeißen und zu verbrennen. Ja. Ja. Okay, was war für dich da so der richtige Weg, den du für dich gefunden hast, wo auf einmal dann der Switch kam? Wo du gemerkt hast, okay, ich habe jetzt gerade eine Entscheidung getroffen, die geht in die richtige Richtung. tatsächlich, seitdem ich euer Coaching gebucht habe, geht es bei mir gut, sagen wir so. Also okay. Es war am Anfang wirklich immer auf und ab, weil ich einfach nicht wusste, okay, wie bündelst du deine Energie, deinen Fokus, auf was konzentrierst du dich jetzt als erstes, wie baust du denn dein Unternehmen auf? Die Fragen habe ich mir gar nicht richtig gestellt, sondern bin einfach nur irgendwie mitgeschwommen von allen Eindrücken, die von außen reinkamen. So, ja, das kannst du mal ausprobieren und hey, da ist mal ein Kugelschreiber cool und da ist mal dies, da, so, weißt du? Ja, so, ja klar. Ja. Okay, also du sprichst ein paar gute Punkte wirklich an, muss ich sagen. Also dieser Fokus überhaupt darauf zu haben, erstens, was sind die Dinge und vor allem, was sind die Wege, die auch wirklich funktionieren, wenn ich das richtige Wissen habe, wie die im Detail in der Praxis ausgeführt werden müssen. Ja. Ne? Weil ansonsten bist du ja, das war ja bei dir eigentlich nichts anderes. Du bist ja die ganze Zeit in so einer, ich nenne sie jetzt einfach mal so eine Try-and-Error-Spirale drin. Ne? Du hast eine Idee, ja, probierst das aus, wenn es klappt, super, wenn es nicht klappt, startest du wieder bei Null. So ist es, genau. Ne? Und bist die ganze Zeit in dieser Spirale drin. Jetzt stell dir mal vor, diese Spirale wär einfach nicht da und du wüsstest von Anfang an, okay, was sind die richtigen Wege? Wie muss ich die richtigen Wege im Detail ausführen? Dann geht ja alles viel schneller, viel einfacher und viel erfolgreicher, oder? Na, vor allen Dingen, weil du, wenn du jemanden hast, der es schon mal vorgemacht hat, du willst auch so ein Unternehmen aufbauen, was läuft, und dir zeigt jemand, hey, ich habe so und so gemacht, ich habe die und die Erfahrung, das hast du doch sonst nicht. Also als klar, man lernt vielleicht einen Beruf, hat ein tolles Zertifikat, aber wie es eigentlich wirklich geht, das kannst du doch nur von Leuten lernen, die diesen Weg schon mal gegangen sind. Mhm. So, weißt du, und das genau, wie du schon sagst, dann dieser Fokus zu haben, auf dieser Straße dann zu laufen, okay, eins nach dem anderen. Mhm. Bumm, 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 nächstes Ding, ja. Hast du denn jetzt im Nachhinein wirklich diese Pipeline, du hast ja eben den Begriff Pipeline angesprochen, hast du das denn jetzt, wo du wirklich sagst, okay, ich habe eine stabile Pipeline, da kommt regelmäßig viel vorne rein, es geht regelmäßig viel hinten raus. Erzähl mal ein bisschen darüber. Genau, also man kann nie zufrieden sein, muss man sagen, aber ja, wenn ich jetzt den Vergleich habe mit vor 1 oder 2 Jahren, definitiv, da habe ich eine Pipeline, es kommt immer regelmäßig genügend auf- oder Anfragen rein für Einwertungen und Co., aber auch die Quellen sind anders geworden, qualitativer und man ist halt bekannter auch in seiner Region. Also ich bin bekannter geworden in meiner Region und damit werde ich auch ganz anders bei den Leuten wahrgenommen. Mhm. Ne? Also würdest du sagen, du hast dich bei deiner Zielgruppe erfolgreich positioniert? Natürlich, Kundengewinnung hört ja nie auf. Das richtig. Geht ja sowieso immer weiter. Also da ist ja sowieso, man ist da ja nie an dem Punkt, wo man sagt, jetzt muss ich aufhören, Kunden zu gewinnen. Ne? Das, natürlich geht das immer weiter und die Optimierung geht da auch immer weiter. Aber du würdest schon sagen, ein Teil deiner Zielgruppe nimmt dich wahr. Genau, richtig. Also und daran arbeite ich gerade, dass diese Wahrnehmung immer mehr gesteigert wird und mittlerweile ist auch so, dass Leute mich erkennen auf der Straße und so, was halt auch so ein bisschen die Rückmeldung gibt, hey, du bist auf dem richtigen Weg. 100%. Also ob ich jetzt schon erfolgreich, also wenn man Erfolg definieren würde, mit alle Ziele erreicht, so ist es noch nicht, aber auf einem guten Weg dahin und das fühlt sich auch so an, ja. Sehr cool, sehr cool. Weil ich will jetzt auch gar nicht zu groß viel über, was hat das Coaching für dich gemacht, weil da haben wir schon wirklich sehr oft auch drüber gesprochen. Genau. Am Ende des Tages bin ich mir aber ziemlich sicher, ist die Message, die du angesprochen hast, das Thema Angst vorm Investieren, ja,
fehlendes Wissen in den entscheidenden Punkten, weil man muss ja eine Sache sagen und das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Fachwissen für Immobilienmakler ist gut und ist auch wichtig, um eine gute Dienstleistung zu liefern. Aber Fachwissen als Immobilienmakler macht dich nicht zum erfolgreichen Selbstständigen und Unternehmer. Dafür musst du Fähigkeiten und Kompetenzen, Skills im Bereich Marketing, im Bereich Sales, im Bereich Psychologie. Ja, also wie gehe ich grundsätzlich Kommunikation, wie gehe ich grundsätzlich mit Menschen um, ja, und eben Unternehmertum haben, wie komme ich an die richtigen Mitarbeiter ran, wie baue ich Strukturen und Prozesse auf, so, und das ist dafür entscheidend, ob ich erfolgreich werde unterm Strich. Definitiv. Und ja. Wie gesagt, da können wir euch bei helfen. Ja, jedem Immobilienmakler in Deutschland, egal wo die stehen, da bin ich fest von überzeugt. Deshalb, da muss man halt auch manchmal die eigene Angst überwinden. Ne? Definitiv. Also für mich hat sich das gelohnt und ich bin weiterhin gerne Kunde. Sehr schön. Weil ich merke, ohne euch wäre es nie im Leben so schnell gegangen. Ja, das ist auch, denke ich, die gute Botschaft an der Stelle. Hast du denn jetzt noch irgendwas, wo du, sag ich mal, was du ansprechen möchtest? Also ich finde die Mission zu sagen, hey, wir als Immobilienmakler liefern mehr Qualität beim Kunden, damit wir besser wahrgenommen werden, wird zwar jetzt nicht so kommuniziert, aber es ist im Grunde so. Also umso mehr man als Immobilienmakler einen ordentlichen Job macht, Qualität abliefert, die Kunden nehmen auch wahr, hey, so habe ich das ja noch nie gesehen. Mensch, Sie machen ja gute Arbeit, so eine Rückmeldung von selber, vom Kunden zu erhalten. Das ist viel, viel, viel wert. Und wenn das mehr Makler machen würden, würde sich das Bild des Maklers auch ein bisschen ändern. Von vielen. Also viele haben ja im Kopf, oder viele Menschen haben ja im Kopf, hey, der Makler ist da, um die Tür aufzuschließen. Das ist es ja bei Weitem nicht so. Mhm. Ne? Da hast du 100% recht. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Botschaft, ja, mal zu sagen, hey, das ist auch eine Aufforderung an die Branche. Ich glaube, das willst du sagen, so ein bisschen, ne? Genau. Eine Aufforderung an die Branche. Ey, entwickelt euch weiter, ja, lernt dazu, lernt, was sind die richtigen Dinge, um die Dienstleistung perfekt nach außen zu kommunizieren und vor allem eben auch eine wertvolle Dienstleistung abzuliefern, um den Standpunkt der gesamten Branche hochzufahren. Ne, weil ich denke, da profitiert jeder Einzelne auch am Ende des Tages mehr davon. Genau, also somit ist es ja auch viel einfacher beim Kunden aufzutreten. Warum? Wenn du so eine Qualität lieferst, die vom anderen Stern ist, dann ist doch klar, dass der Kunde eher zu dir geht, anstatt selber versucht, irgendwie in seiner Freizeit sein Haus zu verkaufen. Sondern er sieht, hey, nie im Leben würde er so eine, ja, ich sag's schon wieder, Qualität abliefern. Ja, ja. 100%. No. Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort. Damit können wir den Podcast für heute beenden, denke ich. Ich danke dir auf jeden Fall. War sehr angenehm. Für deine Zeit. Danke. Ja. Und wenn ihr da draußen jetzt, sage ich mal, die gleichen Erkenntnisse hattet wie der Tim vor anderthalb, zwei Jahren, dann tragt euch ein, alles Relevante findet ihr in der Infobox. Wir nehmen Kontakt miteinander auf, wir sprechen miteinander, wir schauen uns euer Business an und gucken, wie wir euch da nach vorne bringen können. Ansonsten liken, abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Spotify, Apple Podcast, alles drum und dran. Wir freuen uns auf euch. In diesem Sinne, ciao, ciao.